Moin, moin, ihr Lieben. Hallihallo. Hallo, hallo. Schön, dass so viele alle da sind und super, super. Ich freue mich riesig. Ich bin total hyped. Ich freue mich. Hallo, hallo. Ah, Zagitu geht mit aufs Abenteuer. Oder Zagitev? Komm mit, komm mit. Ich habe hier, mit dem lieben Stefan nach dem letzten. Oh, hallo Nussbauer. Nach dem letzten Desaster-Stream habe ich mit Stefan mich diverse Abende hingesetzt. Nein, es war einer, aber der ging sehr, sehr lang. Und habe jetzt diese neue Optik von diesem Stream, sage ich mal, erarbeitet. Beziehungsweise hat Stefan das erarbeitet. Also. Alles, was da jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, da gehen die Grüße jetzt an Stefan raus. Aber ich bin mir 100% sicher, dass das hier alles funktioniert. Denn, ja, also der hat das drauf, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen verschnupft, also da nochmal eben Entschuldigung im Voraus. Mittlerweile geht's aber wieder. Die ganze Woche lag ich so ein bisschen flach, mittlerweile geht's wieder. Dicken Schal, also alles top. ich wollte deswegen jetzt auf keinen Fall hier trotzdem die Fotos einmal mit euch durchschauen und euch jetzt nicht irgendwie versetzen, deswegen. Schreib in die Gruppen, Status-Update reicht nicht. Tja, in welche Gruppen soll ich das denn schreiben? Also die Leute, die das bei mir sehen, das reicht mir doch, oder? Und das haben ja super viele auch verbreitet. Also jetzt ist ja hier die Bewahrer, die sitzen zusammen, die haben eine riesengroße Gruppe gerade und sind irgendwie mit einer Orga-Besprechung gerade dabei. Ich weiß, dass Scient dabei ist mit einer großen Discord-Runde. Das reicht mir doch eigentlich. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir sind, aber wir sind zu dritt. Guck mal, perfekt. Reicht doch. Ach so, ihr seid zu dritt. Ach so. Aber selbst wenn wir jetzt nur zu dritt im Stream wären, würde mir das vollkommen ausreichen. Es freut mich. Also es ist wundervoll, dass ihr alle dabei seid. Es ist toll. Sehr schön. Wir wollen uns zusammen heute Krieg der Waldvölker angucken. 15 Viewer. Ja, guck mal, das ist doch ein Traum. Das ist doch wundervoll. Da wären andere, glaube ich, ganz schön stolz drauf. Ich meine, letztes Mal waren wir 60, aber who cares? Also ich bin da sehr, sehr froh drüber, dass wir uns zusammen hier die Fotos angucken wollen. Genau. Also, Krieg der Waldvölker. Dieses Mal hatten wir ja unseren Fotografen David nicht für die volle Veranstaltung dabei, sondern der war nur Freitag da und Samstag leider nur bis mittags. Das heißt also, wir werden nicht den vollen Plot hier irgendwie auf Fotos sehen können. Aber wir werden trotzdem sehr, sehr schöne und sehr, sehr schön verregnete Fotos haben. Das heißt also, setzt euch schön ins Warme, setzt euch schön ins Wohnzimmer. Und alles wird besser sein als dieser Freitag. Es ist wundervoll. Ich freue mich einfach, ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Teil des Pools auf jeden Fall. Es war wirklich, ja. Ja, das war ein riesengroßer Pool und da werden wir gleich auf jeden Fall Fotos sehen. Das ist wundervoll. Ich freue mich einfach, dass ihr alle dabei seid. Starten wir ganz einfach. Wenn noch Leute dazukommen wollen, sollen sie gerne dazukommen. Ich freue mich. Sehr schön. Gut, also dadurch, dass der David halt Freitag schon mit dabei war und dadurch, dass es einfach den ganzen Nachmittag so stark geregnet hatte, haben wir es so gehabt, dass es tatsächlich ja während des kompletten Aufbaus, hey Eike, ich freue mich auch, es ist so geil mit euch, ah, muah, Liebe geht raus. Während des kompletten Aufbaus, während des Zeitraums zwischen 15 und 18 Uhr haben wir unseren Check-in. Während dieses kompletten Zeitraums hat es eigentlich fast durchgehend stark geregnet. Dreckiger Dan, moin. Schön, dass du mit dabei bist. Es hat wirklich stark geregnet und die einzigen Gruppen, die halt hart genug waren, das waren halt dieser Jana, die halt mit nacktem Oberkörper ihr Lager komplett errichtet haben. Grüße gehen dabei raus an die sayanischen Liegestütze. Und gegenüber hat Scient irgendwann in einer einigermaßen trockenen Phase
wo nur ein Liter den Quadratmeter in einer Minute runterkam, angefangen, ihr Lager aufzubauen. Die beiden Lager, sag ich mal, waren wirklich relativ schnell oben. Alle anderen saßen auf dem Parkplatz in ihren trockenen Autos und haben gewartet, bis es trocken wird. Das ist aber leider nicht trocken geworden. Deswegen hat sich natürlich das Ganze auch sehr, sehr weit nach hinten verzogen. Und deswegen hat David halt auch vom Aufbau schon Fotos. Weil sonst ist David halt immer nach dem Aufbau erst da. So, und deswegen schauen wir hier mal rein. Und da sehen wir direkt die, die ersten Tropfen, ja. Die Tarika waren vor dem Regen fertig. Oh, alles klar, das möchte ich euch nicht verwehren. Es gab ja noch eine Gruppe, die als Frühreise gekommen sind und am Donnerstag im komplett Trockenen aufgebaut haben. Also da möchte ich auch sagen, in diesem Fall war das vielleicht gar nicht schlecht. Aber das sehen wir auch gleich. Also wundervoll. Hier, das Foto, das kennt ihr ja vielleicht schon. Wir sind im Regen fertig geworden, ja. Wundervoll. Das Foto hatte ich schon gepostet auf Instagram. Das ist das Schlammquest 23. Das war eigentlich das Schlammquest 22, oder? Sehr gut. Hi Phoenix, schön, dass du mit dabei bist. Und es gab sogar einen schönen Regenbogen. Wundervoll. Test, Test, Killer Rosa, hallo. Ja, Kerzen liefen trotzdem. Es war ein Traum. Wenn man einmal trocken war, dann war man auch trocken. Das muss man ja ganz klar so sagen. Und das ist die Gruppe gewesen, die einen Tag früher angereist ist. Das heißt, sie haben es komplett trocken aufgebaut. Aber das Camp war trotzdem ein Riesenpool. Also dementsprechend... Mein Nils, ja, liegt im Bett, hört meiner säuseligen Stimme zu und träumt von mir. Wundervoll. Ja, also trotzdem, dass sie einen Tag vorher angereist sind, sind die trotzdem komplett abgesoffen. Das heißt, nur weil man einen Tag vorher da ist und trocken im Aufbaut, heißt das noch lange nicht, dass man auch trocken bleibt. Und der Blick ist trotzdem gut. Es ist so schön. Ja, jetzt machen wir einen Dreier, ja. Ich bin mit dabei. Sehr schön. Sehr gut. Zani, ja, wir sind tatsächlich abgesoffen. Und das nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Also Freitag richtig abgesoffen, ja. Das war echt heftig, ja. Oberwagboss sagt es auch gerade. Freitag war wirklich schlimm. Also das war echt heftig. Und vor allem, weil wir ja vorher auch so lange Dürre hatten, ist das halt auch nicht wirklich direkt weggetrocknet, ne? Das ist dann ja genau, also Jeff sagt es gerade, es ist dann am Samstag relativ gut weggetrocknet, aber Freitag war schon echt heftig. Das war schon echt krass. Das sind jetzt alles Fotos von dem Freitag, von dem Aufbau erstmal. Samstag war okay, ja, fand ich auch tatsächlich. Check-in war beste. 15 Uhr ging's halt, 15 bis 16 Uhr, sag ich mal, die erste Stunde, die ging halt echt richtig, richtig glatt weg. Und dann ging's auf einmal los. Aber die Kerzen, die sind scheinbar trocken geblieben, also die konnte man noch erzünden. Kleines Zeitfenster, ja, genau. Reicht. Zeigt wieder, man soll relativ früh da sein. Ja, da hilft nur noch barfuß auf der Kiste sitzen. Sophie, Grüße gehen raus. Müllbeutel-Regenschirm, ja, Jeff, ist gut. Ah, Dori ist auch mit dabei. Hi, Dori. Sehr schön. Ja, aber dadurch, dass dieser unverhoffte Regen ja tatsächlich gekommen ist, hat sich das Ganze leider ja auch wieder ein bisschen zurückverschoben. Ne? Also die Con vorher, ich weiß gar nicht, Todesrelikt sind wir ziemlich zeitig IT gegangen. Ich glaube, das haben wir auch wirklich so 2030 waren wir, glaube ich, IT bei Todesrelikt. Das hat ja dieses Mal leider nicht gar, nee, also ganz und gar nicht geklappt.
Eine total lustige Gruppe hier, also super. Mit dem Kender, also Liebe geht raus an die Kendergruppe. Wundervoll. Ganz toll. Die waren Anfang des Jahres zum ersten Mal bei uns. Und denen hat das so gut gefallen, dass sie gesagt haben, alles klar, Ende des Jahres sind wir nochmal dabei. Liebe an die Kinder. Es ist nur ein Kinder, aber trotzdem, wundervoll. Einfach toll. Scient, würde ich sagen. Ja, nice. Jetzt sieht man auch gleich hier einen Unterschied. Also OT-Zelt eindeutig. OT-Zelt mit OT-Beleuchtung. Und gleich kommen diverse Fotos mit IT-Licht. Das ist schon ein krasser Unterschied. So. Hier. Also IT, richtig schönes IT-Licht hier. Schön IT und da OT. Ja, okay. Ja. Yep. Vielleicht kriegen wir die ja auch nochmal irgendwann davon überzeugt, dass die auch mit einem IT-Zelt kommen. Maraca! Die Bewahrer. Ja, und Scient mit einem riesengroßen Pool vorweg. Wundervoll. Und nackter Oberkörper. Was ist da los? Ja, im Dunkeln noch aufbauen ist dann auch manchmal schwierig, ne? Also wenn man kein Licht hat. Ich mag das auch lieber, wenn das noch schön hell ist, während ich am Aufbauen bin. Dadurch hat sich ja, wie gesagt, das Ganze ein bisschen verzögert. Dann war es halt bei der Ansprache so richtig stockduster. Ist auch nicht schlimm, ne? Aber ihr kennt das ja. Also wenn es eine Schattenquest-Con ist, dann oder eine Stelen-Quest, dann regnet es halt mindestens einmal. Ne? Ob das nun beim Aufbau ist, beim Abbau oder während der Con. Irgendwann regnet es immer. Und in diesem Fall war es halt genau während des Check-ins. Da sind wir hier, glaube ich, schon bei der ITN-Reise. Der Dungeon hat tatsächlich gut gehalten. Also da war ich auch selber sehr erstaunt. Das stimmt. Regenfest, genau, Brauereipferd. Genau so sieht's aus. Grüße gehen raus an Brauereipferd. Zweiter Monat. Ja, dann sind wir bei der ITN-Reise. Mit den Saiyanern. Sind ja nicht aus Zucker. Genau, Shadow Cookie. So sieht's aus. Also wir nicht, ich ja. So. Ich bin so süß. Die Saiyana auf der IT-Anreise. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Was ist denn genau bei der IT-Anreise passiert? Könnt ihr mir da nochmal eben was raushauen? Sind da Elfen auf euch zugekommen? Weil ich sehe hier jetzt die Fotos, dass da eindeutig irgendwelche Kampfsituationen waren. Aber ich kann mich da irgendwie gar nicht dran erinnern, was wir als Startsequenz dieses Mal hatten. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Also ich war da schon vorhin am Nachdenken, was da irgendwie passiert sein könnte. So, I don't know. Also wir haben auch mit Strahlern ausgeleuchtet, also irgendwas muss da passiert sein. Aber, sag mal bitte, was war zur Startsequenz? Ich habe gar keine Ahnung. Haut raus, haut raus. Nussbauer, linke Seite. Aber bei den Nachzüglern, die Vögel haben angegriffen. Okay, alles klar, perfekt. Gut, also der erste Pulk ist so durchgelatscht und die Nachzügler wurden angegriffen. Genauso muss es auch sein, weil wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Hervorragend. Sehr gut. Die Vögel haben angegriffen. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Wusste ich gar nicht mehr. Wo haben wir denn die Anreise überhaupt gemacht? Kam das von der Sandkuhle aus? Ich glaube ja. Ne? Wegen dem starken Regen sind wir direkt bei der Sandkuhle-IT gegangen.
Sonst mache ich ja gerne eine weitere Anreise. Aber wenn das halt so hart am Regnen ist, dann kann ich das nachvollziehen, wenn ihr dann sagt, auch nö, nicht so unbedingt. Ach, guck mal, hier haben wir auch einen Wolf, also eine Waldkreatur. Das heißt, das ergibt Sinn, dass die Waldkreaturen angegriffen haben. Die Gruppe war auch zum ersten Mal dabei. Das waren ganz, ganz viele Magier mit, weiß nicht, ob das Söldnerkrieger waren oder irgendwelche Landsknechte. Auf jeden Fall sehr schön. Die haben auch sehr, sehr stark am Plot gearbeitet und den Plot vorangetrieben. Das kriege ich ja dann sehr, sehr viel mit. Also die Leute, die dann bei mir rumhängen, dann kann ich mir vieles merken. Die falschen Bewahrer, genau, das waren die falschen Bewahrer, richtig. Die falschen Bewahrer mit den sajanischen, mit der sajanischen Kleidung. Genau das waren die, ja. Richtig. Ah, die Wache der Magier waren das, okay. Kommen die aus der Scheibenwelt? Bewahrer des Gleichgewichts. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall falsche Bewahrer. So gehen sie in die Geschichtsbücher ein. Absolut korrekt. Oh. Ich liebe es, wenn wir einfach so eine Community sind und dann einfach jeder Bescheid weiß, was los ist. Oh, ein Traum. Absoluter Traum. Es ist wundervoll. Vergesst nicht, eure Kontage zu sammeln. Ja, ganz wichtig. Sammelt eure Kontage, damit ihr dann nächstes Jahr so richtig Punkte habt. Dieses Mal sind wir aber auch tatsächlich nach diesen starken Regenaktionen sind wir tatsächlich auch entspannter reingegangen in das gesamte Spiel. Das muss ich ja auch nochmal dabei sagen. Im Normalfall haben wir ja wirklich Freitag schon ganz extrem viel, was passiert. Haben wir dieses Mal jetzt wirklich entspannt angehen lassen. Fand ich auch gar nicht schlecht. Also dadurch kam der ganze Schwung einfach am Samstagmorgen und dann sieht man auch wieder, wie viele Gruppen Langschläfer sind oder Freitagabend noch lange gemacht haben. Denn da waren die falschen Bewahrer, waren auch früh am Samstag stark am Plotten. Also Philtopi, das sehe ich genauso. Da gerne Grüße an die falschen Bewahrer, denn das war wirklich ein hervorragend schönes Magiespiel. Also top. Flaschen. Ja, ist so. Das Spiel war einfach toll. Und dadurch, dass sie natürlich auch stark am Plot waren, habe ich das sehr viel mitbekommen. Und zumindest bei den Aktionen Richtung Plot haben die wirklich schönes Spiel gemacht. Das war einfach gut. Und das ging nicht nur unbedingt um das Magiespiel, sondern einfach grundsätzlich um das Charakterspiel. Das mochte ich sehr gerne. Fand ich sehr schön. Würde ich mich auch freuen, wenn die nochmal wiederkommen. Ja, das war die erste Begegnung mit unserem Vogelmenschen. Mit dem Schaman. Fand ich sehr, sehr lustig, dass er aus der Dunkelheit kam und alle so, wow, wow, wo kommt das Geräusch her? Wo kommt das Geräusch her? Sehr schön. Bis dann alle gemerkt haben, dass er auch nicht reden kann. Die Sajane hatten Spaß, trotz Regen. Nein, böser Piepmatz war er gar nicht. Das ist ja nicht richtig. Das ist ja nicht richtig. Überall Pfützen. Pfützen, Pfützen, Pfützen. Auf den König. Pfützen.
14 Quest, ja. Oh, das finde ich ein schönes Foto. Einmal Großaufnahme des gesamten Lagers, sehr schön. Es scheint mir so, als hätten wir keine Sayana heute dabei. Was ist das denn für ein Zufall? Keine Sayana bei uns. Aber da sitzen sie wieder. Und Scient war auch mit dabei. Quelp haben wir noch gar nicht gesehen. Wir haben gleich 100 Fotos durch und wir haben noch keinen Quelp gesehen. Aber dafür die 14-Quest, ja. Wir haben wieder den Pool, den großen Pool. Den Scientianischen Pool. Wo Quelp? Ja, eben kein Quelp. Nirgends Quelp. Quelp ist nicht da. Scheinbar sind wir bei Samstagmorgen jetzt. Immersion ist kaputt, ja, das glaube ich. Sehr schön. Hat Niki hier ein neues Bild rausgebracht? Hier Teil der Crew, Teil des Pools. Das kommt mir sehr. Philtopi, das muss ich dir sagen, das ist auch absolut gerechtfertigt. Du musst dich auch entschuldigen, denn wo ist der Quelp? Der Quelp ist nicht da. Fehler wurden begangen, eindeutig. Freitagabend, nirgends Quelp. Komisch. Du hast auch morgen immer noch kein Quelp, ja. So nämlich. Quelpzismus. So sieht's aus. Ja, der Quelp, der hat nicht geplottet, der hat nichts abgeschossen, der war nicht da. Der war einfach nicht da. Dafür gibt es nächstes Mal mehr Stehlen. Nee, nicht Stehlen, sondern Stehlen mit Doppel-E. Er ist untot. Sehr schön. Der Phelp, ach so, fehlende Elb ist der Phelp. Also ist jetzt auf jedem Foto ein Phelp. Dieser Jana. Und hier ist auch der Nussbauer in der Ecke. Und Pettersson sehe ich auch. Und ich sehe den Phelp. Geht auch gut von der Zunge. Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Das ist so nice. Sehr schön. Nussbauer war eben auch da, genau. Da ist er. Da ist er. Aber da sieht man schon an den Fotos wieder. Also wir sind jetzt Samstagmorgen und ja, ruft mal ruhig zur Morgenmesse. Wir sind Samstagmorgen und tatsächlich ist hier, sind die Pfützen groß, also großflächig sind die Pfützen eigentlich weg. Das ist nicht mehr viel, was da an großen Pfützen war. Das hat schon, da haben wir schon echt Schweineglück gehabt, dass das nicht geblieben ist. Hier jetzt der Eingang, das ist ja der Eingangsbereich, da war ja den Tag vorher richtig ein riesengroßer Pool, um das nochmal aufzugreifen. Das ist hier nicht mehr. Riesengroßes Glück gehabt, was das angeht. Wenn da jetzt auch noch eine Riesenpfütze gewesen wäre, was wäre das denn nachher für eine Schlammfest geworden? Katastrophe. Also das ist schon nach anfänglichen Regenproblemen, sage ich mal, wirklich gut ausgegangen für uns. Absolut. Da haben wir schon Schlimmeres gehabt, was Schlammfest angeht. Da haben wir aber auch noch Konz im Januar gemacht oder Ende Oktober. Nein, Winterquest 24 garantiert nicht. Also ich gehe da stark von aus, dass wir das nicht mehr machen. Wobei das liegt eigentlich nicht an mir. Also wir haben es ja eigentlich. Mr. Selbst sagt bitte nein. Ah, hallo Sebi. Das liegt ja eigentlich nicht an mir. Wir haben das ja eigentlich nicht wegen mir eingestellt. Nur das Problem war, dass wir gesagt haben, Tageskonst machen wir auf keinen Fall mehr.
Und Haselnussmaus sagt auch bitte nicht. Also die Spieler sagen eigentlich, das ist zu kalt. Bitte nicht, bitte nicht. Jeff Beschte. Ja, also an mir soll das nicht liegen, wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt eine Wintercon haben. Dazu ja auch einmal 5 Tage Cons. Oh Mann, Meier. Aber wir haben ja jetzt gerade erst, das ist ja gerade erst vor kurzem gewesen. Jeff macht das alleine, ja. Wir haben gerade ja besprochen, vor kurzem. Ich hatte auf Instagram eine Umfrage geschaltet. Und auf Instagram ist so eine Umfrage, bleibt immer für genau einen Tag. Es sei denn, man kann da irgendwas anderes umschalten, was ich nicht kann. Ich konnte das ja nicht mehr erstellen alleine. Auf jeden Fall habe ich euch gefragt, ob ihr eine Ambientecon haben wollt, weil ich da mehrmals drauf angesprochen wurde. Und innerhalb von diesem einen Tag, wo die Umfrage live war, haben sich 64 Leute dazu geäußert, dass sie tatsächlich eine Ambientecon haben wollen. Also innerhalb von einem Tag 64 Leute gesagt, wir wollen eine Ambientecon haben. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ihr als Community einfach gar keine Ambientecon haben wollt oder lieber halt unsere Abenteuercons haben wollt. Aber das ist ja jetzt eine ganz andere Nummer geworden. Also dadurch, dass ihr jetzt gesagt habt, ihr wollt eine Ambientecon haben. Und dann gebe ich euch das natürlich, ne? Da kann ich jetzt auch einmal auf jeden Fall, das könnten wir ja theoretisch mal machen. Da müsste ich mal eben ganz kurz schauen, wie das geht. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Warte, das kriegen wir alles hin. Ich gucke mal eben ganz kurz. Das können wir einfach direkt hier mit verschieben. Ich schiebe das mal hier rüber. Zack. Veranstaltungen 2023, nicht 22, 7 Tages-Con, nein. Aber es gibt jetzt offiziell einen Termin für die Ambiente-Con. Das ist der 14. bis 16.04.23. Das ist das Wochenende nach Ostern. Das ist ja genau ein Monat vor unserer ersten richtigen Abenteuer-Con nächstes Jahr. Einmal ganz kurz, weil wir das Ganze noch nicht offiziell promotet haben und auch diesen Termin gerade erst vor kurzem hier auf der Homepage veröffentlicht haben. Einmal zumindest an euch, dass ihr es schon mal wisst. Woche nach Ostern, Wochenende nach Ostern wird die Ambientecon bei uns stattfinden und wir werden das Ganze so gestalten, ja, dass es halt IT Sinn macht. Dass es auf jeden Fall in unsere Reihe weiterhin reinpasst. Das heißt also, wir werden von unserer Konstrukturierung, von unserer Storyline her, werden wir nächstes Jahr 4 Cons haben, wo wir aber nur im Endeffekt 3 Abenteuer-Cons haben und diese Ambiente-Con, die aber auf jeden Fall das nächste Jahr einläuten wird. Das heißt also, die Geschichte auf dieser Con wird die Geschichte halt vorantreiben. Das Ganze ist komplett ohne NSCs korrekt. Es wird aber irgendwie so 3 bis 4 GSCs geben, damit wir einfach das Setting darstellen können. Und genau, geplant ist das Ganze wirklich, dass ich sage mal 80% dieser Con komplett dafür freigelegt sind, dass ihr als Gruppen bitte euch selber Plot mitbringt und gegebenenfalls sogar als zweite Option dass ihr als zweite Option vielleicht sogar noch einen zweiten Plot oder sowas mitbringt, wo halt andere Gruppen dran beteiligt werden können. Das wäre natürlich ein super Traum. Wenn wir dann nachher irgendwie mit 50 Spielern oder so sind, sage ich jetzt einfach mal im Schnitt vielleicht, dann wäre das natürlich super. Und dann könnt ihr natürlich euer Magiespiel, Magierprüfungen, Morgenandachten und so weiter, könnt ihr natürlich alles komplett frei euch erspielen und einfach Kram tun. Wundervoll. Also kommt gerne als Spieler, so wie ihr wollt. Das Zelt hier, Killer Rosa, brauchst du dir keine Sorgen machen. Bei einer Ambientecon, ganz ehrlich, dann stellst du dich halt mit dem OT-Zelt irgendwie hinter ein anderes IT-Zelt oder so. Das passt schon. Und ihr könnt einen riesengroßen Ritualkreis machen, der darf dann auch vollendet werden. Und ja, also das wollte ich euch nur einmal eben ganz kurz zeigen, wo wir gerade darüber reden, über Termine nächstes Jahr.
ihr seht auch schon, also es gibt noch keine Beschreibung offiziell. Wir haben noch keine Beschreibung hinzugefügt und wir haben auch noch keine Namen vergeben. Das wird alles noch kommen. Und dann könnt ihr das Land auch segnen. Das ist gerne. Old Wise Man, dunkle Magie. Dunkle Magie, schwierig, aber möglich. Sehr schön. Genau, also das nur einmal eben ganz kurz nebenbei, weil ihr da, viele haben mich einfach gefragt. Ich mache euch das gerne, ich ermögliche euch das gerne. Wie gesagt, Anmeldung, wisst ihr, ist bei uns meistens erst Anfang des Jahres möglich, Anfang Januar wahrscheinlich. Anfang, Mitte Januar wird das freigeschaltet. Da werde ich euch aber auch noch einen näheren Termin auf jeden Fall geben. Gut, also einmal zurück zu den Fotos. Wo wir gerade das Brett sehen. Und das muss ich tatsächlich sagen, das hat sich mittlerweile sehr stark etabliert. Das lag ja vor allem daran, bei der Blutkönigin letztes Jahr die Blutkönigin, genau. Da ist ja alles aus Sicht der Spieler in die Hose gegangen. Es gab keine Abstimmungen und so weiter. Und dementsprechend haben die Bewahrer Tarikas, die wahren Bewahrer, haben dieses Brett hier aufgestellt, um zu zeigen, wie weit man mit dem Plot ist, was weiß man und ja, dass man halt besser kommunizieren kann. Und das Ganze, die Tafel ist zu klein, das habe ich auch schon gehört, aber die hat sich wirklich etabliert und das hat seitdem auch sehr gut geklappt, denn seitdem gab es nicht mehr so ein großes Desaster wie bei der Blutkönigin letztes Jahr. Sehe ich auch so, Derio, also auf jeden Fall. Absolut. Aber daran sieht man halt auch, es braucht einfach Gruppen, die halt immer da sind und die halt immer auch an sowas denken. So, also was würden die anderen Spieler tun, wenn auf einmal die Bewahrer Tarikas fehlen würden? So, es würde ein riesengroßes Loch einfach geben. Ist so. Ach, toll. Ja, sehr schön. Also, es freut mich einfach. Ja, gerade von geredet. Aber das passt zu Derios letzte Antwort. Was? Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Sehr schön. Nur mal eben zum Thema. Wo sind meine Medikamente? Ach so, die falschen Bewahrer wurden verspottet. Ich verstehe. Deswegen auch der Blick. Oh, Halfdan war auch dabei. Da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, seit der Aktion mit der Blutkönigin, seit dem Vorfall, ist Halfdan tatsächlich ziemlich stark zurückgetreten, weil alle scheinbar auf ihn rumgehackt haben. Sehr schön. Stefan, nochmal beste Grüße schicke ich dir. Also es scheint, als würde der Stream bis jetzt laufen. Super. Super. Falls du dabei bist, vielen Dank. Egal was Halfdan macht, er wird von uns gerettet. Ja, natürlich. Natürlich.
Scient. Habt ihr dieses Mal eigentlich euer Banner gar nicht aufgehängt? Also das Schild, das steht sowieso immer im Dreck. Aber dieses komische Banner, habt ihr das nicht sonst irgendwie hängen? Das liegt jetzt hier einfach nur auf der Bank. Oder war das einfach zu früh? Wird das bei der Morgenandacht erst aufgehängt? Könnte natürlich auch sein. Das ist schon richtig so. Okay. Okay. Wir haben bald noch mehr Banner. Wie viele Banner brauchen wir? Ja. Okay. Sehr schön. Jawohl, Hauptmann. Oh, Quelb. Quelb. Es gibt ein Quelb. Er ist dabei. Und Pedersen und Findus sind auch dabei. Und haben dieses Mal nichts kaputt gemacht. Die Waldelfen. Sehr schön. Ah, ich war auf einem Bild zu sehen. Alles klar. Hallo Helen. Schön, dass du mit dabei bist. Schwer beschäftigt, das glaube ich. Das glaube ich. Also wenn du sowas erzählst, dann gehe ich stark davon aus. Wobei, eigentlich wart ihr über den Tag, sage ich jetzt mal, wart ihr gar nicht so schwer beschäftigt, oder? Abends dann. Sehr schönes Foto übrigens von eurem Bestienjäger. Aber sehr schade, dass ich das nicht mitbekommen habe, wie ihr da abends euer Ritual gemacht habt oder eure Prüfungen. Vor allem, wo mich ja vorher darauf angesprochen wurde, aber das habe ich leider gar nicht mitbekommen, dass ihr da schon in der Gänge wart. Also ärgerlich, weil es hieß halt abends und dann war das auf einmal mitten am Nachmittag. So, das war halt sehr schade. Vogelmann war geil, ja. Also Grüße an Andreas. Ist so. Das hat er wirklich gut gemacht. Und vor allem auch standhaft. Alle anderen immer am Maulen. Oh, ich habe keine Lust mehr auf Vogelmann. Wir brauchen Vogelmann, Andreas. Ja, ich gehe raus. Sehr gut. Ah, Weibel. Und da wurde schon wieder ein Rambock gebaut. Das haben die mit dem Rambock vor. Quelb. Ja, das ist ja. Dieser Jana. Da ist er wieder. Vogelman. Last man standing. Ja, okay. Ja, Brauerei fährt. Ich kann das nachvollziehen. Also brauchen ist scheiße, haben ist besser. Ja, ist in Ordnung. Und guck mal, der Weibel, der hat richtig Angst vor dem Vogel. Also, bah! Kaka! Ist so. Das ist echt gut, ja. Verfolgt uns nackt. Erstmal Liegestützen, meinst du? Sajanische Liegestützen, los geht's. Ja. Mit Stiefeln, weil es gucken zu viele zu, genau. Das ist sehr schön.
Dann sind wir wieder mit den Vogeln. Aber das ist immer die gleiche, ne? Immer gleiche Aktion. Ja, sehr gut. Ja, O war auch dabei, stimmt. Aber der hat sich auch sehr zurückgehalten. Seitdem sie einmal irgendwie was verbockt hat, hat O sich auch noch sehr, sehr zurückgehalten. Das stimmt. Aber das merke ich grundsätzlich. Irgendwie auf jeder Con sind es irgendwie andere, die am Plot arbeiten. Das ist, ja, ich weiß nicht. Also schade finde ich es jetzt nicht unbedingt, aber es würde mich natürlich freuen, wenn dann gewisse Gesichter doch wieder mit dabei wären. Das ist ja dann immer auch eine Sache, wie an manche Sachen rangegangen wird. Bei den Saiyanern weiß ich, wenn die anfangen zu plotten, dann bauen die einen Rambock. Ah. Haselnussmaus, ich sag nix. Ich sag nix. Sehr schön. Also hier einmal zu der, zu diesem Foto kann ich mal eben die Geschichte erzählen von den Waldelfen. Verdammte Helgen. Ja. Die lieben Waldelfen, die sind ja schon auf lange Sicht eigentlich verfolgt worden und immer vertrieben worden und haben daraufhin die ganzen Menschen gehasst und wollten die Menschen immer aus ihren Wäldern vertreiben. Und hier hatten wir jetzt wirklich sehr, sehr schöne, sehr, sehr schönes Spiel mit anderen Waldelfen. Oh, Mr. Sepp. Mensch, schön, dass du folgst. Pack deinen Rucksack und komm mit. Sehr schön. Komm mit aufs Abenteuer. Drecksvieh-Waldelben. Nein, das sind. Nein. Keine Drecksvieh. Du Assi. Abenteuer. Yay! Yay! Wir hatten super tolles Spiel dieses Mal. Das sind Helgen, ja. Nennen sie doch, wie du willst. Super schön. Also, die Waldelfen, beziehungsweise allgemein die Elfen, haben dieses Mal sind sehr stark darauf eingegangen, worum es ging, und haben dementsprechend auch sehr, sehr viel Plot und sehr, sehr viel Background dadurch bekommen und haben dementsprechend einen Plot, den es ja mittlerweile seit, ja, weiß ich nicht, wann sind die Helgen das erste Mal aufgetaucht? Das war noch bei Hünenburg. Das ist bestimmt schon 4, 5 Jahre her. Da sind die aufgetaucht das erste Mal und seitdem läuft dieser Plotstrang im Endeffekt. Und hier wurde der mehr oder weniger gelöst. Und das war schon gut. Eure erste Con, da sind die Helgen mit aufgetaucht. Alles klar. War das nicht eine Tagescon? Ich glaube, die Helgen sind auf einer Tagescon aufgetaucht mal. Wurden übel von ihnen zugerichtet. In der Hünburg, ja genau. Ah, eine Tagescon, okay. Ja, war mir auch so. Das war ja hinten in den Wald musste man gehen und die Elben hatten irgendwie ein Artefakt. Sepp kommt mit aufs Abenteuer. Vielen Dank für dein Abo. Danke, Sepp. Muah. Kontasch. Kontasch. Sammelkontasch. Sehr schön. Also, dass das so lange zurückliegt, war mir nicht bewusst, aber sehr gut. Aber dann ist ja auch wieder, das macht mich ja ein bisschen melancholisch eigentlich. Ich habe auch gar nicht auf dem Zettel, dass ihr schon so lange dabei seid hier, liebe Bewahrer. Das ist ja der Wahnsinn. Eggers. Moin Timo. Schön, dass du mit dabei bist. Also das ist ja der Wahnsinn. Also die Hünburg, wie lange sind wir denn jetzt schon auf dem Gelände von Christoph? Also seit 3 Jahren, glaube ich, sind wir auf dem Gelände von Christoph. Bei jeder Con von uns, ja, stimmt. Und deswegen treibt ihr auch so stark voran und deswegen habt ihr ja so gute Ideen wie das mit dem Brett. 2019, ja, das kann sein. Das war nämlich die erste Con, die wir bei dem Gelände hatten. Die war
Das Kristallplateau. Das war unser Kampagnenfinale der ersten Kampagne. Also seitdem sind wir da. 2019, ja, das kann sein. Also auf jeden Fall war es Kristallplateau, die erste Con, wo wir hinten drauf komplett die gesamte Festung aufgebaut haben damals. Phoenix kommt auch mit aufs Abenteuer. Vielen Dank für dein Abo. Mua. Grüße gehen raus. Vielen Dank. Da habe ich nämlich kurz davor. Oh, da warst du. Ich grüße zurück. Da habe ich kurz davor damals das komplette Baugerüst gekauft. Und hab das innerhalb von, ich weiß gar nicht, da hatte ich auch noch einen kleinen Anhänger damals. Da bin ich, glaube ich, dreimal gefahren, nur um das ganze Baugerüst für das Kristallplateau zum Gelände zu schaffen. Das war, ich glaube, drei Fahrten nur wegen dem Baugerüst. Hab das dann mit zwei oder drei Leuten aufgebaut. Da gibt es auch noch Fotos von. Das ist absoluter Wahnsinn. Riesengroßes Baugerüst, die komplette, wo jetzt das Spielerlager ist, die komplette Flanke, komplett einmal quer rüber, war komplett alles Festung. Das war echt crazy. Und damals mit, ich weiß nicht, wie viele Spieler waren das damals? 70 Spieler oder so? Was für ein Aufwand. Und das war echt, das war richtig krass. Super cool. Ah, Stream laggt. Nein, bitte nicht laggen. Nein, 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 nicht laggen. Ah. Was ist hier los? Nicht laggen. Larius folgt. Pack deinen Rucksack und komm mit. Sehr schön. Ah, wenn das jetzt weiter leckt, ist ja scheiße. Stefan! Stefan, ich brauch dich! Wenn es weiter leckt, ist ja doof. Wie lang soll es denn dann lecken? Ich versuche das weiterzumachen. Wenn das jetzt gar nicht geht, dann müssen wir uns gleich was einfallen lassen. Da muss ich nochmal nach Stefan rufen. Wir versuchen es jetzt einfach. Jetzt ist gerade wieder okay, alles klar. Nice. Okay, also wenn das gerade wieder geht, dann gut. Dann versuche ich einfach die Fotos und die Bilder langsamer weiterlaufen zu lassen. Ich hoffe, dass es dann klappt. Okay. Hier eine Stele. Und zwar die Stele der Urvogelmutter und eine Stele mit Doppel-E geschrieben. Stele. Das ist eine wundervolle Stele, denn wir sind auf der Stelen-Quest. So. Wundervoll. Stefan kann heute leider nicht. Stefan ist beschäftigt. Sehr schade. Sehr ärgerlich. Da muss es auch so gehen. Ja, Stefan soll Internet gut machen, genau. Mach Internet heile. Hol das WLAN-Kabel. Rette mich. Mehr Fotos, ja. Felax kommt mit aufs Abenteuer. Felax. Vielen Dank. Sehr schön, vielen Dank. Untot, Untot, Stele. Eine Top-Stelle für eine Stele. Eine Stele. Er ist untot. Er ist untot. Und hier sind wir wieder beim Vogelmenschen. Ah, es ist so toll. Es ist so wundervoll. Kind muss ins Bett. Brauerei fährt. Bis nächstes Mal. Schön, dass du mit dabei warst.
Sehr schön. Also hier sind wir tatsächlich auch, wo es so tatsächlich Samstag losging, wo hier die Magier eindeutig auf der Reihe sind. Larius, sehr schön, dass du mit dabei bist. Lars, Grüße gehen raus. Verbrennen machen wir nicht. Wir läutern nur. Mit Öl. Mit Öl. Es war ein schönes Wochenende letzte Woche. Scheiterhaufen. Scheiterhaufen geht auch. Das ist ein geschützter Begriff. Das ist eindeutig Lars, würde ich sagen. Lobe Duldor. So sieht's aus. Oh, schön. Ich liebe es, wenn so viele Bekloppte dabei sind. Das ist toll. Einfach sehr toll. Genau, für die Blutkönigin. Das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. So sieht's aus. Und wie sich die Magier benommen haben. Fürchterlich. Also so demütig, so demütig. Grüße gehen raus, Grüße gehen zurück. Mua. Also absoluter Demut vor unseren lieben Waldkreaturen. Lobet Ultor. Oh, den kenne ich nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Dieser Plot ging ja auch tatsächlich, den habe ich ja quasi gar nicht alleine geschrieben dieses Mal. Also der größte Teil von diesem Plot hat ja Hagen ausgearbeitet. Wir haben da bei Todesrelikt abends drüber gesprochen, wie ich mir das ungefähr vorstellen würde und was ich so ungefähr mir gedacht habe. Und dann hat Hagen im Endeffekt gesagt, pass mal auf, ich habe da richtig Bock drauf. Und hat ziemlich krass viel da ausgearbeitet. Und diese ganzen kleinen Figuren, die ihr da als Rätsel hattet, das hat alles Hagen gebaut. Das war der absolute Wahnsinn. Also da, ich hätte gar nicht so viel Zeit gehabt, da so viel Liebe und so viel Arbeit reinzustecken. Das war ja der absolute Wahnsinn. Was Hagen da an Zeit reingesteckt hat, krass. Also das hätte ich niemals machen können. Und da auf jeden Fall nochmal beste Grüße an Hagen. Super cool, was er da gemacht hat. Absoluter Wahnsinn. Echt heftig. Echt krass. Und es wurde ja eindeutig von euch sehr stark angenommen. Vor allem was dieses Rätsellastige am Plot anging. Das fanden sehr, sehr viele gut. Also da wurde ich auch während der Con drauf angesprochen. Ganz was anderes, das haben wir ja sonst nie so krass. Das ging ja wirklich darum, ganz aktiv diese Rätsel zu lösen. Und genau, das haben, also so in diesem Ausmaß haben wir das tatsächlich ja noch nie irgendwie ausprobiert. Das war jetzt auch quasi ja so ein Probelauf auf dieser Con. Und das wurde ja wirklich krass, krass positiv von euch angenommen. Und es waren nicht immer nur dieselben, die da am Plotten waren, sondern einfach an dieser Stelle waren die, an dieser Stelle waren die. Dadurch, dass wir es alles entzerrt hatten, hat das schon eine sehr große Abwechslung ge gebracht einfach. Das war sehr schön. Die Leiche ist ein toter NSC von einem nie gelösten Plot.
Ja, das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Marcello folgt dir. Ja, schön. Pack deinen Rucksack und komm mit. Los geht's. Schön, dass du mit dabei bist. Rätsel lösen, aka Magier bespaßen, und was in diesem Fall ja tatsächlich gar nicht, weil die Magier konnten nur an zwei kleinen Dingern dabei sein. Science hatte Prüfungen, ja, das stimmt. Aber die Magier konnten nur an zwei Rätseln dabei sein. Alles andere lief, also Magier konnten dann nicht mal teilnehmen. Es war gar nicht möglich, dass Magier teilnehmen. Hier der Kartenleser, Kartenverkäufer, Kartengrafierer. Kartografierer, wie heißt es? Und Prinz Charming. Imperator Weibel, okay. Schildkröte. Oh, eine Riesenbesprechung. Und wer ist mittendrin, der Weibel? Imperator Weibel. Ja. Na, wer verschließt sich denn da so aggressiv? Ah, diese Spinner. Das gibt's eigentlich irgendwie auf jeder Con gibt's ein so ein dämliches Foto von den beiden. Ah, herrlich. Schildkrötenmagier. Es ist kein Magier, es ist ein Priester. Kein Magier, Derio. Ich weiß, manche verhalten sich, als wären sie Magier. Aber ja. Genau. Skeptische Blicke. Sehr gut. Was erzählt er da? Weiß ich nicht, habe ich auch nicht gehört. Okay. Sehr gut. Unser Waldschrat. Oder was heißt unser Waldschrat? Das Kostüm kommt von der Drachenhöhle. Von meinem lieben Daniel Wiese, Head Orga von der Drachenhöhle. Da nochmal ganz, ganz liebe Grüße auch an die Drachenhöhle für diesen Support einfach, den Daniel mir oder der Schattenquest selber über Jahre einfach schon gibt. Und unter anderem halt hier jetzt eines seiner Monster, was wir mitnutzen durften, was wir uns von ihm geliehen haben. Sehr schön. Und da super angekommen, ne? Außer bei den NSCs, die drinnen saßen. Hashtag, wie war das noch, Jeff? Was für ein Hashtag? Baumia. Baumia, genau. Wunderschön. Waldschratschultern, alles klar, genau. Alle lieben Baumi. Wobei am Anfang ja nicht unbedingt. Nachher, wo der Kender ihn befreit hat, beziehungsweise den Kender kontrolliert hat, dann mochten sie ihn alle. Aber vorher nicht so. Unser lieber Schamane. Also, Roland hat das einfach auch wieder richtig geil gespielt. Das war ja wieder eine Rolle, absoluter Traum. Also absolut erste Sahne. Mega gut, super gut. Also Grüße gehen raus. Einfach mega. Genauso sieht's aus, Haselnussmaus. Ich weiß noch nicht, ob es darauf bezogen war, aber hier passt es. Also super Rolle gespielt. Absoluter Traum.
Ein Bösewicht, der eigentlich kein Bösewicht ist. Also super. Roland war mega, ja. Sehe ich auch so. Absolut. Beste Grüße. Und der Nussbauer will los und will den Waldschrat verhauen. Was ist da denn los? Was ist los mit euch? Was ist los? Wollt ihr einen Baum fällen? Gierig. Da ist wieder der Vogelmensch. Sehr gut. Der hat sich auch überall reingemogelt. Und nirgendwo ist der Quelb. Also sind wir beim Phelp oder wie war das noch? Scient ganz vorne, genau. Scient ist ja auch das Tor oder wie war das noch? Das Tor Scient, irgendwie so, habe ich irgendwie, habe ich so im Hinterkopf. Und dieses Mal haben wir ja für Krieg der Waldvölker tatsächlich so gut wie gar nichts aufgebaut, falls euch das nicht aufgefallen sein sollte. Also wir haben super wenig Aufwand mit diesem Aufbau gehabt. Und super wenig Aufbau bedeutet in diesem Fall, wir haben erst Mittwochabend angefangen aufzubauen, statt Dienstag. Glaube ich. Haben wir Mittwoch angefangen aufzubauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Im Normalfall fangen wir montagabends an oder montagmittags an, komplett alles einzuladen, einzukaufen und den ganzen Scheiß. Und ab Dienstag sind wir spätestens auf dem Gelände. Und dieses Mal haben wir halt erst auf jeden Fall Mittwoch angefangen. Also ein kompletter Tag haben wir erst später angefangen. Und dementsprechend, also wir haben so gut wie nichts aufgebaut. Wir hatten hier so einen kleinen Turm. Kleinen Turm. Der war ja nur 4 Meter hoch. Und einen kleinen Dungeon. Und kam ja trotzdem sehr gut an. Ich weiß gar nicht, hat die Gruppe mit dem Ken da eigentlich diesen Musiker irgendwie bezahlt oder so? Weil der Musiker, der kam ja eigentlich aus einer ganz anderen Gruppe. Und auf einmal lief er die ganze Zeit mit der Kendergruppe rum hier. Ich weiß nicht, ob da diverse Münzen geflossen sind. Auf allen Fotos ein Phelp. Also der Quelp, der war dieses Mal wirklich gar nicht so aktiv, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, was ich mit dem Quelp gemacht habe. Habt ihr den irgendwie eingesperrt oder so? Der war ja nirgends. Also ja, nuscht. Also ja, nuscht. Und da ist wieder Lars, der Bannenträger. Sehr schön. Oh, und die Sayana waren auch mit dabei. Viel unterwegs, okay. Eindeutig an anderen Orten. Eindeutig da, wo nichts passiert ist. So. Ja, das Ganze ist natürlich wirklich jetzt, das sind alles Fotos, bevor der Plot wirklich richtig, richtig in Gang kam, ne? Dadurch, dass David ja wirklich erst bis, nur bis Mittag da war,
haben wir jetzt halt natürlich wenig Fotos. Apropos, da hinten ist ein Quelb. Haben wir wenig Fotos von dem tatsächlichen Plot. Das heißt also, das ist alles vorgeplänkelt und das ist alles hier, das hier sind gerade Verhandlungen. Sonst erzähle ich ja immer so viel, was da passiert ist, aber was soll ich euch dazu erzählen? Ne? Also in diesem Fall ist es wirklich, dass die Untoten versucht haben, da mit dem Schamanen zu verhandeln. Nochmal Quelb. Also jetzt ist er doch dabei. Und da haben die Untoten halt versucht, mit dem Schamanen irgendwie einen Pakt zu schließen, dass die Waldkreaturen und die Untoten zusammenarbeiten können. Oh, der Nussbauer guckt aber böse. Und dementsprechend kamen hier auf einmal sehr, sehr viele Leute, angeführt von den Saiyanern und Saiyan, und wollten die davon... Es gibt nicht so schnell. Oh, Verzeihung, ich mach langsam. Okay, eine richtig epische Szene. Warte. War es hier? Oder Philtopi, wohin? Zurück, noch weiter zurück. Sag was. Epische Szene, noch weiter zurück. Die epische Szene. Oder noch weiter zurück. Nee, noch weiter zurück. Hier. Oder noch weiter zurück. Die wo Xile vorne links ist, toll. Wo war denn Xile vorne links? Hier? Ich sehe Xile gar nicht. Ach, da. Das hier. Noch ein Stück. Echt? Ich hätte jetzt das gedacht. Da! Also doch das. Okay, alles klar. Also das hier. Ja, gut, okay. Die Waldelfen haben sich mit den Menschen zusammengetan. Tatsächlich irgendwann ja. Das stimmt. Stimmt, es ist Carlos, es ist kein Xilef, genau. Stimmt. Habt ihr das Bild jetzt lang genug beobachtet? Oder wollen wir Windstoffphalanx? Windstoff oder Windstoß? Okay. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Hashtag Windstoff. Sehr gut, dann gehen wir jetzt weiter. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, da waren wir jetzt gerade auch schon, glaube ich. Ach ja, genau, hier war der Nussbauer, der böse geguckt hat, richtig. Hinten der Quelb. Sehr schön. Wenn der Bandträger einfach am Grinsen ist, ja genau. Sehr gut. Sehr schön. Ich würde mal eben ganz gerne eine kurze Pause machen. Ich würde sagen, mal eben 10 Minuten kurze Pause. Die brauche ich mal eben kurz. Meine Nase bringt mich gerade um. Also, ich merke schon, die Woche, die ist schon, buh. Ah. Hat sonst nichts zu tun, ja genau. Also, ich würde eine kurze Pause machen eben. Ich klicke mal eben hier meine Kamera raus, dann habt ihr ein schönes Bild. Und, ich komme so, gleich eben wieder. Bin ich wieder. Wie gesagt, ungefähr 10 Minuten. Jetzt muss ich nur noch mal eben hier, zack. Da habt ihr auch wieder ein Bild von mir. Sehr schön. Von diesem Engelsgleichen. So. Jetzt habe ich mir hier so ein Teechen gemacht. Ah. Sag mal, worüber redet ihr hier die ganze Zeit? Also lobet Ulto, das gefällt mir gar nicht, worüber ihr hier redet. Das ist ja fürchterlich. Ah, das ist nicht Bruder Fuchs, das ist Bruder Seliger.
Leute, was da los? Und Lars hat uns wirklich alle angesteckt. Also ich lag die ganze Woche flach. Jetzt hat Dori den ganzen Krempel auch. Also Sivi, wenn du das auch hast und Jeff, das ist ganz klar, dass Lars muss uns alle angesteckt haben. Also absolut. Ich lag die ganze Woche flach. Und die am meisten genervt haben, wir, also mal ganz kurz zum Verständnis für alle anderen. Letztes Wochenende war die Con von Alfons, von unserem Koch. Seine erste Con, Ambiente Con mit Plot. Und wir waren als Spieler da. Und wir spielen halt Ultorianer. Das war eine wirklich coole Con. Also vor allem das, was wir uns so gemacht haben, das war schon sehr, sehr schön. Die Con gelaufen, sag ich mal, mit Startproblemen. Die allererste Con halt. Man hat halt gemerkt, okay, es fehlen ein paar Sachen, die halt einfach, ja, die einfach bei vielen Sachen, sage ich mal, dann, wenn man viele Cons macht, dann lernt man halt dazu. Und bei der ersten Con sind dann halt ein paar Sachen, die halt einfach fehlen. So. Und wenn man kein wirkliches zusammenhängendes Team hat, dann ist es auch schwierig. Und da ist natürlich wirklich cool, dass ich einfach über Jahre so ein tolles Team bekommen habe, was wir einfach komplett jetzt als Schattenquest bezeichnen können, ja. Da bin ich unglaublich stolz drauf. Absoluter Wahnsinn, was wir hier für ein tolles Team haben. Und das sieht man natürlich bei so einer Con, die das erste Mal stattfindet, wo halt kein Team hintersteht, merkt man halt krasse Unterschiede. Aber im Grunde allgemein hat die gesamte Con sehr gut geklappt und den Spielern ist es nicht wirklich aufgefallen. Die NSCs mussten da ein bisschen drunter leiden, aber wir als Spieler hatten super Spaß. Also es war sehr schön. Und das hat mir selber als Spieler so gut gefallen, dass ich gesagt habe, wir würden gerne eigentlich zu unserer eigenen Ambiente-Con kurz nach Ostern selber als Spieler hingehen. Aber unsere Charaktere sind halt voll die Assis, so wie Jeff halt das auch gerade schreibt. Wir waren halt mega die Assis und wir haben das gesamte Lager dazu gebracht, den Pöbel da irgendwie, wir wollten die ganzen Adeligen da einfach ausrotten, weil die halt einfach nichts gegen Untote machen wollten. Und wir so, hallo, wie kann das sein, dass Untote durch euer Land marodieren? Das kann nicht wahr sein. Und derjenige, der da dann halt war als Adeliger, so, ja, das ist hier normal. So, was, das ist normal bei euch? Alles klar, Leute. Ja. Und dann, naja, so lief es dann ab. Also sehr schöne Con. Dazu nochmal, genau. Aber darum soll es ja hier jetzt nicht gehen. Aber jetzt haben wir den Schuldigen, warum wir alle krank sind. Wegen Lars. Sehr gut. Ja, Nörgel bleibt dabei. Sehr schön. Ja, also das sind wirklich schöne Fotos hier gerade. Siehst du wohl. Ja, Jeff. Du bist glücklich. Du hast wirklich dein Glück. Vor allem, wenn ihr im gleichen Zelt geschlafen habt. Und du nichts abgekriegt hast, da hast du wirklich Glück. Gierig. Sehr schön. Um das Ganze mal aufzugreifen, tatsächlich, also Stefan hat, oder allgemein Scient ist dieses Mal sehr, sehr stark auf den Fotos vertreten. Das ist mir auch schon aufgefallen. Tatsächlich. Quelb ganz vorne weg. Immunsystem hat Maschinenbau studiert, sehr gut. Oh, Kinder, ihr macht mich fertig. Sehr gut. Traum mit euch, absoluter Traum. Wie will man besser ausspielen hier?
Pfeil im Herz, Pfeil im Herz. Ah. Sehr gut. Es ist mir wieder mal eine Freude. Prinz Charming. Ah. War nur eine Fleischwunde, ja genau. Mitten ins Herz. Es war nur eine Fleischwunde, so. Okay. Ist in Ordnung. Da kam Baumi. Baumi hat alle rausgerissen wieder. Ah, mittendrin standen nur dabei. Ich weiß gar nicht, zu dieser Zeit scheinen auch die Waldelfen auf Seiten der Untoten gewesen zu sein. Es sieht zumindest sehr danach aus. Und es wurden scheinbar ein paar Pfeile verschossen. Und da freut sich jemand. Ah, sehr gut. Sehr schön. Die Untoten hatten gute Argumente. Die besten, glaube ich eher. Es waren die besten Argumente. Oh, Quelb aus dem Unterholz. Nein, Roland hat nicht den Mittelfinger gezeigt, es war der Zeigefinger. Es sah aber wirklich so aus. Zahnersatz und Familienversicherung haben die Untoten angeboten. Sofort nehmen. Sofort mitnehmen. Ich gehe auch zu den Untoten. Wie werde ich untot? Ach ja, indem ich das Wort Stehle sage. Es ist ja die Stehlen-Quest. Hervorragend. Ich bin sofort dabei. Und schon wieder ist Cyan vorne mit weg. Sehr gut. Sehr crazy. Wie sie da alle stehen. Ah, super. Derio. Ah! Nein, nicht das schon wieder. Habt ihr eigentlich Zeit, dem Stream beizuwohnen, wenn ihr da eine riesengroße Versammlung habt bei euch Bewahrern? Das ist ja schrecklich. Ihr könnt euch doch gar nicht auf beides konzentrieren. Also ich weiß, wenn wir eine Orga-Besprechung haben, dann sind wir so krass im Thema, wir könnten niemals irgendwie einen Stream folgen oder sowas. Da würde ich bei verzweifeln. Achso, ihr seid nur zu dritt. Zu dritt eine große Orga-Besprechung, ich verstehe. Das ist natürlich sehr gut. Wer ist zu Besuch? Tabea? Ja, siehst du, bei Tabea, ja, siehst du, das habe ich schon gedacht. Ah, gut. Wenn das schon eine große Runde ist, was ist denn dann eine wirklich große oder eine kleine Runde? Also Cyan hat wirklich viele Fotos dabei. Das ist ja, also da wird sich Cyan, glaube ich, sehr, sehr stark freuen. Das ist schon echt heavy.
Ah, 50% sind live und eine Person im Zoom, alles klar. Scient ist ja auch immer und überall dabei. Nee, das glaube ich nicht. Da fehlten ein paar Jahre. Ich glaube, der macht ein Herzchen als Rauchwolke. Kann das sein? Ah, Liebe geht raus. Dieses Jahr, stimmt, dieses Jahr wart ihr immer dabei, da hast du absolut recht. Dieses Jahr wart, und ihr seid von Mal zu Mal mehr geworden. Absolut. Und wenn das auf diesem Stand nächstes Jahr weiterhin bleibt, dann wird das nächstes Jahr auch anders. Sein macht eine Zeitreise in alle vergangenen Plots. Ich verstehe. Also wenn ihr nächstes Jahr auch in dieser Gruppe wiederkommen wollt und vor allem so groß, wir werden nur noch mehr. Gerne. Also wenn ihr gerne mehr werden wollt, da habe ich letztes Mal schon angesprochen, dann müssen wir nur noch mal drüber sprechen, über euren aktuellen Lagerplatz, denn den werdet ihr dann nicht mehr behalten können. Ah. Wir werden gerne alle. Okay. Also an alle, ihr müsst zu Scient gehen, damit Scient alle wird. Sehr gut. Brauchen wir größeres Gelände? Ja, kann passieren. Das kann passieren. Dreckiger Dan! Ah, Donatus ist auch mit dabei. Saya wird auf jeden Fall wiederkommen. Sehr gut. Das freut mich sehr. Vorhin war keiner der Sajaner bei. Vorhin habe ich gerufen auf den König und keiner hat geantwortet. Donatus ist dabei. Sehr gut. Jetzt doch. Sehr schön. Auf jeden Fall, ja, größeren Parkplatz. Da wird es eine Neuerung geben. Zum Parkplatz wird es eine Neuerung geben ab nächstem Jahr. Auf jeden Fall. Neuigkeiten dazu werden auf jeden Fall noch besprochen, Jeff. Und das werden wir erstmal intern klären. Aber auf jeden Fall wird es zum Parkplatz eine Neuerung geben ab nächstem Jahr. Ach, dreckiger Dan ist nicht Donatus? Ich dachte, dreckiger Dan ist Donatus. Wer ist denn dann dreckiger Dan? Für nächstes Jahr Saya, Scient, Bewahrer und Varu hinten in die Sackgasse. Dreckiger Dan ist Mark. Oh, hallo Mark. Okay. Ich dachte, dreckiger Dan ist Donatus. I'm so sorry. Aber sehr schön. Dann hallo Mark. Derio, in welche Sackgasse meinst du? In welche Sackgasse sollen bitte Saya, Scient, die Bewahrer, Varu, in welche Sackgasse sollen die denn passen? Das passt doch niemals. Das passt doch niemals. Da würde Scient alleine reinpassen. Spitzkopf Larry? Nee. Da rechts in die Sackgasse, das passt doch niemals. Da passt die niemals alle rein. Stimmt, Sebi, also beste. Zeichen vermietet dann Zelte. Sehr gut. Ah, super. Nee, also das wird nichts. Da passt ihr niemals rein, Derio. Also, never ever. Niemals. Niemals. Da hat letztes Mal die blaue Hand mit den Sajanern zusammen gezeltet und haben die komplette Ding da weggeballert. Das passt nicht. Das wird nichts. Dafür hat Saiyan viel zu viele Zelte mittlerweile. Also, das wird nichts. Da werden wir dann, vielleicht ist es auch so weit, dass wir, obwohl wir so viele Gruppen haben, die jedes Mal dabei sind, was mir einfach sehr, sehr viel bedeutet, dass wir so viele tolle Menschen dabei haben, die einfach jedes Mal mit dabei sind, das ist wundervoll. Aber vielleicht müssen wir tatsächlich mal wieder back to the roots und einfach auf jeder Con den Leuten auch mal andere Gruppen. An andere Gruppenplätze verteilen, dass nicht jeder
immer auf demselben Platz lagert. Vielleicht ist es mal wieder soweit. Denn dadurch sind immer irgendwelche Gewohnheiten dabei. Wir kriegen eine eigene Lichtung. Das könnte tatsächlich passieren, ja. Darüber könnte man diskutieren. Je nach Setting könnte man darüber diskutieren, ob ihr da vielleicht tatsächlich eine komplett eigene Wiese bekommen würdet. Das könnte man ausdiskutieren. Aber wir haben ja keine Platzprobleme. Das hat sich ja eigentlich immer wieder rausgestellt. Wir bauen ja unser Lager immer so auf, dass wir innerhalb unseres Spielerlagers eigentlich immer in der Mitte einen großen Versammlungspunkt haben. Wenn wir diesen Versammlungspunkt theoretisch zubauen würden, da würde ja nochmal mindestens, ich sag mal, eine Spielergruppe von 10 Leuten würde da ja locker nochmal auf den Platz kommen können. Von der Theorie her. Also das wäre ja, wir haben ja absolut gar kein Platzproblem. Und nach vorne könnten wir ja auch noch raus. Ach, überall noch. Wir würfeln das durcheinander, ja genau. Ihr seid sowieso eine große Gruppe, ihr kennt euch sowieso alle. Wir würfeln einfach alle Zelte zusammen, genau. Also wenn ihr euch noch ein paar Mal verdoppelt, dann wird es wirklich knapp. Aber nur weil ihr euch mehrmals verdoppelt, wird das Ticket-Kontingent ja nicht größer. Also dementsprechend habe ich da auch keinen Stress mit. Also wir können auch alle Leute Scient machen. Das soll mir auch egal sein. Deswegen werden ja trotzdem nicht mehr Zeltplätze benötigt. Oder eine Taverne, ja. Das stimmt. Da wurde ich auch nochmal drauf angesprochen. Punkto Taverne. Das ist ja bei uns schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, die Taverne bei uns immer wieder ein Punkt ist, dass wir auf jeder Orga-Besprechung irgendwie wieder auch rauskramen mit einem anderen Konzept. Das große Problem bei einer Taverne, vor allem in diesem Bereich, was wir da abdecken, ist, dass das halt nicht unbedingt mehr eine Grauzone ist, sondern halt einfach nicht erlaubt ist, so wie wir uns das immer denken. Denn man darf nicht einfach so Alkohol ausschenken, man braucht eine Ausschanklizenz. Und das Ganze ist halt einfach alles nicht ganz so einfach bürokratisch. Man kann natürlich einfach sagen, ja, wir kennen uns alle, who cares, aber so sind wir halt einfach nicht so. Wir wollen halt immer auf der sicheren Seite dabei sein. Was wir uns jetzt aber überlegt haben, was tatsächlich vielleicht möglich wäre, wäre tatsächlich, dass wir für nächstes Jahr, wenn wir unser Lager anders aufbauen und einfach uns andere Konzepte überlegen, wie wir unser Lager schöner aufbauen können, dass wir einen zentralen Punkt tatsächlich selber aufbauen als Taverne, als Versammlungspunkt, wo wir dann auch gerne Bierzeltgarnituren stellen können, wo wir ein Sonnensegel aufstellen könnten, etc. Was ihr dann tatsächlich als Taverne nutzen könntet, aber wir würden nicht die Taverne stellen. Das heißt also, wir würden einen Punkt aufbauen, der als Taverne genutzt werden könnte. Allerdings müssten dann die Spieler selber diesen Punkt quasi zum Leben erwecken. Also das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die wir anbieten können, aber wir haben keine Möglichkeit, eine Taverne, ich sag mal, wirtschaftlich zu bewirten. So. Aufgrund des Alkohols und aufgrund der fehlenden Schanklizenz quasi einfach. Genau. Also wenn jeder seinen eigenen Met mitbringen würde, dann wäre das eine andere Situation. Dann würden wir halt einfach quasi diesen Platz halt einfach stellen in dem Moment. Wir könnten da auch gegebenenfalls einen NSC hinstellen, der irgendwie was weiß ich was dann tut. Aber wir können da halt nicht Alkohol irgendwie verkaufen oder sowas. Ne? Das ist halt rechtlich halt nicht in Ordnung.
So, und ich weiß, dass es auf anderen Cons so ist, dass es gang und gäbe ist. Das funktioniert aber nicht. So, ne? Also wir wollen da immer auf der sicheren Seite sein. Aber das ist auf jeden Fall was wir uns jetzt so überlegt haben über dieses Jahr. Auch im Austausch mit euch Spielern. Und dementsprechend, ja. Da könnte man tatsächlich drüber reden, ob wir sowas machen. So, ne? Lukas wieder auf dem Sprint. Ich werde benötigt. Klingt doch gut. Ja, sehr schön. Also das ist gut. Also wie gesagt, das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte. Ansonsten wird man sehen. Speedrun. Das könnte passieren, ja, wenn das, also, dass die Tarika dann nicht mehr überrannt werden. Oh, es gibt sogar eine Freiwillige. Killer Rosa meldet sich freiwillig. Ah, wir werden gerne überrannt, das ist so schön. Wir kommen auch weiterhin trotzdem zu euch. Alle Gäste bei uns, ja. Dann wäre das doch vielleicht eine Option, dass wir halt einfach das Zelt bei den Tarikas aufbauen und dass die Tarika einfach weiterhin die inoffizielle Taverne bleiben. Das wäre doch eigentlich eine gute Option, oder nicht? Da macht ihr die Taverne, genau, sehe ich auch so. Sehr gut. Helfen unter sich. Nein, das ist kein Mittelfinger, um das Ganze nochmal aufzugreifen. Das ist kein Mittelfinger. Dann wurde hier mit dem Vogel, mit dem Vogelschaman verhandelt. Ich kann ja nochmal näher drauf eingehen, was jetzt tatsächlich hier eigentlich vorgefallen ist. Im Endeffekt ging es darum, dass hier halt in diesem Waldstück quasi eine alte Mine, die hier der Dungeon war, ausgebaut wurde von einem Erzmagus, der beauftragt wurde von der Magierzitadelle zu jener Zeit, einen riesengroßen, quasi einen Bunker für die Waldkreaturen, die hier leben, zu errichten. Dann ist dieser Magier da hingekommen, dieser Erzmagus, und hat hier mit verschiedensten Sicherungselementen diese Mine quasi uneinnehmbar gebaut. Das heißt also, man hatte
einen Altar. Und auf diesem Altar wurde mittels eines Kompass und einer Kompassnadel wurden diese Rätselgötzen quasi gespawnt. Die wurden dann dadurch, tauchten dann dadurch magisch auf. So. Das heißt also, man musste diesen Kompass in die Richtung, in eine Richtung drehen und da ist dann jeweils ein Elementgötze aufgetaucht. Und da musste man dann ein Rätsel lösen, was man niemals alleine lösen konnte, sondern immer zu zweit aus zwei Professionen und immer nur zwei Professionen konnten jeweils eine Person zu diesem Götzen. Das heißt also, dieser Bunker wäre theoretisch mit mindestens, man müsste mindestens fünf Personen haben, die auch aus verschiedensten Professionen sind, um diesen Bunker theoretisch einzunehmen. Und deswegen hat dieser Erzmagus dieses komplette, große Komplex aufgebaut da, errichtet, mit Hilfe der guten Waldkreaturen und hat diesen Bunker dann halt quasi für diese guten Waldkreaturen errichtet. Als dieser Bunker dann tatsächlich auch errichtet war, ist diese Vogelkreatur, dieser Vogelschamane wiedergekehrt. Und wurde durch viel Hass und viel Schändung und Versklavung zum Bösen korrumpiert. Der hat sich das dann hier in diesen schönen Bunker niedergenistet. Und dann hat dieser Erzmagus den Bunker verschlossen von außen, sodass er nicht wieder raus konnte. Und somit hat er dann nachher sein Leben gegeben, hat den Kompass und die Kompassnadel mitgenommen. Und hat sich bei diesen guten Waldkreaturen das Leben genommen, um die guten Waldkreaturen in einem Schutzkreis zu schützen. Und deswegen kam halt hier, Freitag zum Beispiel, hatte man nicht die Möglichkeit, an diesen Altar quasi Dinge zu tun. Man hatte keine Möglichkeit, in diese Mine einzudringen. Und somit war halt auch diese Vogelkreatur, dieser Vogelschamane halt innerhalb des Bunkers gefangen. Und deswegen gab es halt keine Möglichkeit, dass der Vogel, dieser Vogelmensch, diese Vogelkreatur, aka Roland, in Menschengestalt außerhalb des Bunkers sich aufhalten konnte. Nur er quasi als Totem, als Geist, konnte selber dann auch den Turm verlassen, aber menschliche Kreatur, seine Gestalt, wurde halt quasi innerhalb dieses Turms gefangen gehalten. Und das war halt auch der Grund, warum er draußen, sobald er halt außerhalb des Turmes war und sobald er seine Truppen quasi befehligt hat, immer, also nie, er hat nie gesprochen, er hat immer hier geraschelt und Zauberdinge getan, aber halt reden konnte er nur auf dem Turm. Und deswegen sind halt auch diese ganzen Verhandlungen und so weiter immer hier vorne gewesen, beim Eingang in die Mine und bei dem großen Turm. Das ist so die Erklärung, warum sich sehr, sehr viel hier abgespielt hat. Wir haben ja auch mittlerweile seit, ich weiß jetzt nicht, wir haben vorhin gesagt, 2019 war die erste Con von uns da. Das heißt, wir haben 3 Jahre A3 Cons. Das heißt, wir haben jetzt schon 9 oder 10 Cons da auf diesem Gelände gemacht. Wir waren auf fast jedem Fleck, haben wir irgendwas schon gebaut. Und wir sind halt jedes Mal irgendwie am Überlegen, wo können wir noch was aufbauen, wo wir noch nie irgendwie gespielt haben. Und ja, Fotos, ja, ist in Ordnung. Und dementsprechend nice. Fotos, ich kann gar nicht weiter Fotos klicken. Guck mal, das ist schon das letzte. Das ist das letzte. Quelper. Ja, Beste.
Kein Partybaum. Nee, Partybaum gibt es scheinbar keine Fotos tatsächlich. Leider gibt es da keine Fotos von. Das wäre natürlich ein Traum. Partybaum, das war auch lustig. Ende der Con, wie sich Jeff da als Baumi mitten im Lager versteckt hat. Das war schon sehr, sehr lustig, ja. wo er sich im Zelt versteckt hat, Beste. Das war richtig gut. Das war richtig super. Ja, heute sind wir irgendwie durchgerannt, ne? Also durch die Fotos sind wir heute so richtig durchgerannt. Das ist so. Aber ich konnte jetzt auch nicht viel, also es fehlten ja jetzt einfach viele Informationen. Wir konnten jetzt tatsächlich nicht irgendwie sehen, was tatsächlich am Plot passiert ist, außer halt, dass die Magier da bei den guten Waldkreaturen waren. Die Scientianer sind zu sehen, ja. Also fehlt halt einfach. Es ist sehr, sehr schade, dass David nur ein Teil der Con da war. Das wäre natürlich, ja. Ah, okay. Also entweder als Baumi saufen gehen oder duschen. Dann muss man sich tatsächlich schon entscheiden. Es geht nicht beides. Es geht wahrlich nicht beides. Sehr gut. Ja, sehr schön. Also das waren die Fotos von Krieg der Waldvölker. By the way, kann ich euch aber gerne nochmal. Es kamen diverse Male die Frage, wo finde ich denn jetzt die Fotos? Das möchte ich euch super gerne mal zeigen. Denn ich bin es leid, immer diese Frage zu beantworten. Da geht ihr einfach. Zack. Geht ihr auf unsere Homepage? Dann habt ihr hier auf der rechten Seite, auf der Startseite, habt ihr hier auf der rechten Seite Website durchsuchen. Da geht ihr dann drauf. Wann gibt es den Link? Ich zeige euch das jetzt. Dann geht ihr auf der Website durchsuchen, klickt ihr drauf und dann klickt ihr da drauf. Von mir aus jetzt, weil ich weiß, dass die Fotos da sind, klicke ich jetzt drauf Todesrelikt. Todesrelikt und drücke Suche. So, und dann kommt ihr automatisch auf die Seite von Fotos Todesrelikt. Und da habt ihr dann wirklich, ja, eigentlich alle Fotos, die wir so hatten. Und hier seht ihr am Reiter, das geht runter, geht runter, geht runter. Also sau viele Fotos. Und genau so werden wir das jetzt auch mit allen Fotos machen. Wann sind die hochgeladen? Gute Frage. Das dauert halt immer seine Zeit. Das wird jetzt ein paar Tage dauern, bis die alle hochgeladen sind, dauert das jetzt ein paar Tage. Aber sobald sie hochgeladen sind, so werdet ihr sie am schnellsten finden. Es kann sein, dass unser Fotolink erst später da ist, ihr sie aber schon finden könnt. Und wie gesagt, genauso werden wir das jetzt auch mit den nächsten Veranstaltungen immer machen. Wir werden die Fotos einmal hier per Stream, per Twitch quasi einmal vorstellen. Werden uns die Fotos zusammen durchgucken. Ich werde da ein bisschen was zu erzählen. Das ist ja auch wundervoll. Mir macht super viel Spaß einfach, wenn ihr alle mit dabei seid. Dann kommen noch so alte Vibes mit raus. Und dann werde ich die halt hochladen. So. Und dann kann es sein, dass ihr durch Zufall die Fotos viel schneller findet, als dass ich einen Link rausgeschickt habe, weil ich die schon hochgeladen habe. Es kann auch sein, dass der erste Teil quasi schon hochgeladen ist. Das werden wir auf jeden Fall immer so machen. Das heißt also, ihr geht einfach Website durchsuchen, klickt da dann ein, je nachdem, wie die Con halt hieß, Krieg der Waldvölker. So. Suchen und dann seht ihr hier, alles klar. Die Seite gibt es schon, Fotos Krieg der Waldvölker. Es sind aber aktuell noch keine Fotos hochgeladen. Ja. Also wie gesagt, genauso werden wir es jetzt immer handhaben. Das ist für uns das Einfachste. Und der große Vorteil ist, wenn ihr sie vor dem Link findet,
werden sie noch nicht vollständig sein. Genau so ist es. Genau, da hat Sebi nämlich recht. Genau so ist es. Sobald alles hochgeladen ist, wird der Link rausgeschickt. Genau so ist es nämlich. Und das hat erstens den Vorteil, wir werden immer ein ganzes Jahr, oder wir versuchen die Fotos ein ganzes Jahr auf unserer Homepage zu lassen. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Gigabyte die ganzen Fotos nachher wirklich an Speicher kosten. Aber eigentlich ist das unser Plan. Wir haben jetzt ja pro Korn, weiß ich jetzt nicht, 2, 3 Gigabyte, die das waren. Also das sollte theoretisch kein Problem sein, die ein Jahr lang auf unserer Homepage zu speichern. Das heißt also, ihr habt den großen Vorteil, ihr könnt auch nach mehreren Monaten nochmal auf diese Fotos zugreifen und nochmal die Fotos angucken. Das war bisher ja leider nicht möglich. Irgendwann war halt der Link abgelaufen, nach, keine Ahnung, 4 oder 5 Monaten. Wir haben den Link aber ja erst 3 Monate nach der Con bekommen. Und damit könnten wir jetzt hier quasi entgegenwirken dem Ganzen. So, das ist jetzt so unsere Idee dabei, dass ihr einfach auch mehr davon habt und länger vor allem was davon habt. Nächste Idee ist natürlich, die meisten von euch wissen es ja, alles was Videos und so weiter angeht, lade ich ja auf YouTube hoch. Da ist gerade auch wieder das vorletzte Video von Eisen in Flammen hochgeladen worden. Eins von Eisen in Flammen kommt noch, das ist die Endschlacht. Die werde ich jetzt noch die Tage irgendwie versuchen zu schneiden und hochzuladen. Aber dann sind wir mit Eisen in Flammen tatsächlich mittlerweile durch. Und dann wird es mit Todesrelikt weitergehen. Das heißt also, Krieg der Waldvölker, ja, wird sich nur noch um Tage, Wochen, Monate handeln. Aber wir wollen ja auch im Winter noch Con-Vibes hier haben. Genau, also das einmal dazu. Und ja, also was soll ich euch noch groß erzählen? Es war mir mal wieder eine Ehre, mit euch hier einen Abend zu verbringen. Eike verschickt den Link, ja. Also meistens ist es Dori, die den Link verschickt. Da muss ich recht geben. Wir können gerne noch irgendwas zusammen machen. Wir können gerne noch irgendwas tun. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, haut sie raus. Ansonsten würde ich den Abend hier jetzt beenden. Es sei denn, es ist noch irgendwie eine Community vorhanden und ihr habt noch irgendwie Dinge. Dann haut sie gerne raus. Aber der Chat ist ruhig geworden. Ist noch jemand da? Oder sind schon alle weggelaufen? Schattenquest Minecraft SMP. Was ist das? Was ist Minecraft SMP? Minecraft kenne ich. Was ist SMP? Ich habe einen Mühlensajaner, der mir einpennt. Ja, das kenne ich. Das Problem kenne ich. Also nicht mit Sajana, aber müde. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Sehr schön. Survival Multiplayer. Armageddon. Was Spiele angeht, ne? Also Junge. Schickt sie alle zu Anni. Wer ist Anni? Alte Bilder angucken. Och nee, das ist mir jetzt auch zu spät. Die alten Bilder, da sind wir dann auch. Ja, wir sind auch müde, siehst du. Wenn wir uns alte Bilder angucken, da halten wir uns nochmal 3, 4 Stunden mit auf. Da können wir gerne nochmal einen extra Stream machen und uns alte Bilder angucken oder so. Da müssen wir uns mal eine ganz alte Konru raussuchen, irgendwie von Hünenburg oder so. Aber das brauchen wir nicht jetzt noch machen. Ja, gute Nacht, Jeff. Bis denn. Haselnussmaus. Anni, wer ist Anni? Wir können gerne ein Highlight streamen.
Wann sehen wir uns? Oh, Nils ist auch noch dabei. Gibt's schon Infos zum Ambientecon? Haben wir vorhin schon angesprochen. Ambientecon ist eine Woche nach der nach Ostern nächstes Jahr. Da wird unsere Ambientecon stattfinden. Nähere Infos dazu wird es in Kürze geben. Also das werden wir noch weiter ausarbeiten. Nils möchte eine Antwort. Achso, Nils, wir können uns super gerne jetzt irgendwie demnächst treffen. Gar kein Problem. Können wir gerne machen. Sie streamen zusammen Horror-Games. Also wir können gerne zu Anni rüberschalten. Da müsstest du mir einmal sagen, wie ihr Account heißt. Oder wie ihr Kanal heißt. Dann können wir da gerne rüberschalten und da uns scheinbar Horror-Games angucken. Machen wir. Ja, gute Nacht. Schlaf gut. Wir liegen ja zusammen, zu dritt im Bett, ne? Also, macht was Gutes draus. Sehr schön. Also, Haselnussmaus, du musst mir da ansagen, was Phase ist. Und dann kriegen wir das hin. Raid, so, da. Ja, wünsche uns mal viel Spaß dabei. Wer Lust hat, kommt gerne mit. Sobald Haselnussmaus mir hier endlich den Kanalnamen gegeben hat, dann können wir da rüberschalten. Ja, super gerne. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Killer Rosa. Sehr, sehr schön. Es hat mir viel Spaß gemacht wieder mal. Es war einfach super. Ja, gute Nacht. Tschüss, Derio. Sehr schön, dass du mit dabei warst. Oder dass ihr alle mit dabei wart. Das war ein Traum. Absoluter Traum. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Teil des Pools. Das muss irgendwie hier wieder eine Aktion sein von unserem lieben Freund. So. Anni Heat. Anni. Bekommen wir da Contage für? Ich glaube, dafür bekommt ihr automatisch Contage. Ich glaube, das ist dann automatisch mit drin. Also kommt gerne mit. Contage sind dafür auf jeden Fall safe dabei. Oh, dass wir immer noch so viele Leute sind, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Vielen Dank. Also vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Kommt gerne mit rüber. Lass uns da noch ein bisschen zugucken. Und ansonsten, ja, vielen Dank für diesen tollen Stream. Danke, dass ihr alle mit dabei wart, dass ihr so viele mit dabei wart und mit aufs Abenteuer gekommen seid. Vielen Dank. Dann bis nächstes Mal, meine Lieben. Ciao.